nicht. Oben war ich schon lange nicht mehr. Oben? Ja, müssen wir rauf. Oben war ich sicher schon 2 Monate nicht. Ich muss sagen, von den Fleischsachen hat man eigentlich die negative fast am besten. Die ist super, ja. Schau, dass du vorne, wenn du zum Schluss nicht zusammensinkst, sondern dass die Brust wirklich weiter rausstreckt. In der Ebene bleibst, genau. Stabilität in der Brustwirbelsäule. Sowieso kannst du irgendwie nicht ganz zusammengeben, weil sonst kippst du immer mit. Na, man kann schon Schulter aufrecht bleiben, aber man muss die Schulter halt hinten, aber bis daher kommst du ungefähr. Ja. Und schön aufrecht bleiben. Ja, nicht zusammensenken. Okay. Schön Brust rausbleiben. Boah. Komplett voll immer noch. Sonst ziehst du das mit der vorderen Schulter zusammen. Gut. Übrigens, das neue Sauerpower finde ich ziemlich cool. Das Intra. Vom Geschmacklichen her. Gut. Vom Geschmacklichen her nicht so schlecht. Ja. Jetzt habe ich das Lemon auch probiert, aber es ist irgendwie nicht so meins. Aber halt. Easy jetzt, weil ich schmeiß 2 Schöpfer rein und es reicht vollkommen ja, aus. Ja, voll. Setz dich wirklich einmal hin, dass die Schulter aufgespannt ist. Also nicht stehend, sondern wirklich sitzen, dass das ganze Gelenk da drinnen hängt. Also richtig hin, ja, ja. So dass das Gelenk wirklich so da drinnen sitzen bleibt, genau. Und die Schulter dann gar nichts mehr machen kann. Und versuch dann zum Schluss auch nicht damit anzuziehen, sondern mit dem Bizeps. So wie weiter nach vorne lehnen? Nein, eher weiter nach hinten, so dass du komplett offen bist. Und dann aber den Ellbogen nicht abheben. Gut, dann ist da aus. Ein bisschen leichter. Okay. Probier mal. Genau so. Schauen, ob man ein bisschen höher kommt, wenn ich. So, da ist die Spannung schon komplett weg. Reißt die Spannung beim Gerät ab, oder was? Hm. Ach, scheiße. Weil wenn ich den Ellbogen unten halte, dann ist da was. Machen Sie jetzt mal tiefer. Achtung. Und rutsch noch ein Stück weiter zurück. Tiefer. Gehen wir die 5er rauf statt der 10er. Vielleicht bringt das es. Und jetzt setzt sie richtig hin. Jetzt müsste der Arm auch weiter hochgerutscht sein. Ja. Ja. Gut, aber da ist. Besser? Ja. Der fällt drüber, gell? Das fällt dann drüber, ja. Sonst kann man da nichts mehr umstellen, gell? Leider nicht, nein. No. Ja, aber dann ist schon wieder kacke, das Maschinchen. Ja, das, ist, das heißt, die müsst ihr eigentlich in der Position schaffen, die Schulter. Ja, aber wird trotzdem drüber fallen. Nein, da fällt es nicht drüber. Da ist vorne noch, ja, jetzt, wo du drauf gehst, ist drüber. Aber du bist halt, weißt du, von der Grundidee mit dem Ellbogen unterm Gelenk, wo so auch wieder blöd für den Ellbogen ist. Ellbogen sollte eigentlich da sein. Der sollte eigentlich genau beim Drehgelenk sein. Ja. Der Unterarm ist zu lang für die Maschine. Ja. Naja, obwohl von dem, naja, stimmt, das geht ja nicht ganz raus. Weißt du, was ich meine? Probier mal die. Haben wir es Old but Gold.
Bei Dominik? Nein, kannst du genauso machen. Und die kann eigentlich nicht drüber fallen. Bei der stört mich halt, dass es irgendwie... Dass der Griff so blöd Griff, ist, gell? Ja. Siehst du, der nimmt die Belastung nicht ab, oben. Nein. Und da kannst du richtig schön reingehen eigentlich. Ja. Muss sich doch gut anspüren, oder? Ganz okay, ja. Quietscht ein bisschen. Verwenden die wir anscheinend, aber finde ich gut. Das ist mein Ölbogennetzgerät. Fix. Wirklich? Auf dem anderen kommt mir vor, ist die Spannung schon besser. Oben? Generell am Arm. Können wir mal mit der rechten Seite probieren. Weil das ist ja im Endeffekt eigentlich fast die lila, die gelbe, was im Top-Gym gestanden ist, oder? Mhm. Ja. Die violette Gym 80 war halt super toll. Die war geil, ja. Aber ich mag das nicht, wenn in der Spitzenkontraktion dann oben das Gewicht drüber fällt und du nicht kontrahieren kannst. Das ist halt voll behindert. Stimmt, ja. Dann wechsel die auf die, ja. Was jetzt unten steht, weiß ich gar nicht auswendig. Hm. Steht da nicht sowas? Wahrscheinlich schon, oder? Die schon, gell? Die gibt es als Stackloaded, dann gibt es die Panatta, wo du hinten bist. Die alte Hammer Strength High Curl. Ja, die ist super. Ja. Aber das ist ein ganz anderer Zweck. Ja, ja. Nein, ich glaube, ich kann mich damit anfreunden, ja. Die leidet so richtig. Ich habe mein. Jetzt hat es zum Bremsen an angefangen. Jetzt hast du es beleidigt. Super. Sehr gut. Am rechten hilft dann zum Schluss immer ein bisschen die Schulter mit. Da gar nicht. Da. Und dann nicht mit der Schulter nachziehen, im Bizeps rein. Ja. Genau. Sehr gut. Kurzhantel drücken. Da muss ich sagen, habe ich mich in letzter Zeit ziemlich zurückgehalten, was das Gewicht angeht. Dass die Ausführung mal perfekt passt und dann wieder langsam nach oben vorgehandelt. Das heißt, heute wären 56 dran. Kurzhantel drücken? Ich finde, der Nutzen steht nicht im Vergleich des Risikos. Findest du? Nein, sehe absolut keinen Mehrwert. Was würdest du stattdessen machen? Irgendeine Maschine? Wie gesagt, ob einem gewissen Kraftniveau. Naja, so stark bin ich jetzt auch nicht. Ja, ein Umsetzfäller und irgendwas ist im Teufel und das steht meiner Meinung nach nicht dafür. Beim Flachbank? Ja. Flachbank ist so easy. Braucht nur Obi, ich weiß, aber braucht nur... Was willst du machen? Machen wir Nautilus stattdessen? Ist wirklich mein persönlicher, okay. ist eine schöne Grundübung und ist auch super am Anfang, dass man das mit dem Balanceakt und Kontrolle und so lernt. Aber ab einem gewissen Alter oder ab einer gewissen Trainingszeit, finde ich, ist einfach gefährlich. Ich habe die gleiche Diskussion mit dem Urs das letzte Mal gehabt, ja, wo ich gesagt habe, später, keine Ahnung, in der Wettkampfvorbereitung das noch zu machen, sehe ich einfach den Mehrwert nicht. Das ist so der Punkt. Das ist eine tolle Übung, ja, aber ist sie so viel besser als andere Übungen, wo ich weniger Verletzungsrisiko habe. Ja. Das ist so das Thema. Das ist nicht so geil, bin ich jetzt ehrlich gesagt auf die Übung. Weil weißt du, es ist da muss nur ein kleiner Moment des Kontrollverlusts sein, wenn du hinterratscht und der Arm knickt da weg, die Schulter ist überdehnt. Ja. Das stimmt. Botter hast du auch nicht immer an, du musst das weghauen, du musst das runterfallen lassen, das scheppert, das ist laut. Jetzt sind wir wieder beim Alter. Ja, es ist, man muss das alles gemütlicher sehen. Das ist irgendwie fast hoch, ne? Schieb nicht so vor die Schulter zum Schluss. Ich hab schön die Brust heraus, genau. So. Und hintere weiter. Stehe aber an.
Du kannst sicher mit dem Ding noch weiter vorgehen. Ja. Ist schon ewig nicht mehr gemacht. Aha, da verstellt sich der Winkel aber. Was? Da verstellt sich der Winkel aber auch, nicht nur die Dimension. Ich mag's eher flacher. Nein, aber grundsätzlich, warum ist das so? Ja, finde ich jetzt nicht so. Wo ist der Winkel? Ach so, ja, stimmt. Was, das macht ja alles komplett anders eigentlich. Ja, stimmt. Nein, aber so, das schaut ja ganz gut aus. Schaut ganz gut aus, ja. Schön flach, ja. Aber halt ist, weißt du? Stimmt, ja. Ist dann fast schräg, wenn du das ganz zurück tust. Prost, schön raus, komm. Kopf zurück, Prost raus. Weiter zurück, zurück. Und da schiebst du das jetzt raus. Wenn jetzt hoch nicht sitzt? Nein, ich finde es okay. Okay. Das Maximum vorne? Mhm. Das ist zweit, oder? Nein, würde ich nehmen, genau. Okay. Und ich würde halt auch versuchen, das da von der Bewegung rauszunehmen. Ja, genau. Wenn es weiter hinterkommt, wäre es cool. Weiter geht's nochmal. Ja, aber von da schön weg jetzt. Da spannst du mir 10 schön zusammen jetzt. Ja, genau. Ich finde, dass die gar nicht so stark konvergiert. Muss eh nicht. So vom Ding, naja, angenehm wäre es schon, vor allem vom Schlüsselbein her, was das immer. Die Gefahr ist, wenn es konvergiert, dass dann immer das passiert. Ich finde das mit dem Konvergieren bei den Maschinen gar nicht so toll, weil dann muss zwangsweigerlich zusammenrennen. Und dann kommt viel mehr vordere Schulterbetonung drauf. Ja. Also wie wenn es eigentlich so bleibst. Wenn es gar nicht. Also wie wenn du es mit der Langhantel breit greifst, meinst du? Ja, oder wie wenn du es mit der Langhantel halt normal greifst. Das ist ja. Halt, es geht ja nur darum, dass du das da herbringst. Ja, ja. Ja? Es geht nicht darum, dass du das da dass du nach innen bringst. Deswegen bin ich von diesen konvergierenden Dingern jetzt gar nicht unmittelbar der Freund. Und es ist auch bei den konvergierenden Dingern oft gescheiter, dass du vor dem Konvergieren aufhörst. Naja, aber das ist halt immer was generell für eine Veranlagung. Und wo sind die Probleme in deiner Muskelkette? Aber bei dir würde ich das so sehen. Ja, definitiv, weil Leute, bei einem gewissen Punkt wie bei der Fly kommst du dann vorne sonst zwei zusammen. Steht das halt schon ziemlich weit vorne dann. Und ist der da nicht cooler? Doch. Aber ich habe zwei verschiedene Tage. Beim anderen Tag habe ich einen D drinnen. Die finde ich ganz cool, weil ich kann es relativ weit zurückstellen. Ich würde nämlich gern haben, dass du da mehr auf Dehnung kommst, dass du da hinter Brust kommst. Weißt du, was ich meine? Und das sollte bei dem gehen. Ja. Na ja, gib eine da einmal auf zwei. Nicht auf drei. Ja, drei ist. Na, zwei. Ich will eine Brust abreißen. Wie viel da hoch? Ist das viel? Ja. Machen wir mal zwei. Du kannst da aufstehen. Wenn es schon anteilst zu machen, steh auf. Gedacht, es hat im Kreuz gezwickt, ich bin sitzen. Voll auf und sitzt nicht. Er hat es versucht. Lass die Mobilität spülen. Tiefer musst du sitzen. Tiefer? Tiefer, ein bisschen, eins oder zwei. Besser? Ich muss jetzt sehen, wenn du in der Belastung bist. Das ist schon ziemlich hoch. Das ist jetzt ein Stufenunterschied? So zwei. Ja, ich habe ja gesagt, noch eine. Du hast ein oder zwei. Mach ich auch mal das, was er will. Ja, jetzt ist durch mit dem Brustwerk. Ja, jetzt schaut das gut aus. Jetzt bin ich happy. Aber schau, dass du hinter die Nippel kommst mit dem Griff. Ja, aber genau das brauchst. Das zwickt sicher schön in der Schulter. Ja, ein bisschen mobiler wäre. Der Griff ist halt schon sehr eng, gell? Breiter greifen? Ja, geht ja nicht mehr, oder?
Nur eine muss, oder? Also warum meint man, dass man an seiner Mobility arbeiten soll, wenn das ins Gerät kommen so ausschaut? Jane, von hinten rausholen. Und versuch's von hinten wirklich mit der Brust rauszuholen. Also fokussiere dich darauf, dass die Brust den Oberarm zur Körpermitte zieht. Genau von, wenn du da ganz hinten bist. Dass wirklich diese Verkürzung jetzt hier das ist, um was es geht. Komm, von da hinten ziehst du das jetzt raus. Denk auch weniger an Drücken, sondern denk an Ziehen, so blöd es jetzt klingt. Du ziehst den Oberarm mit der Brust zusammen. Du ziehst den Oberarm mit der Brust zusammen. Ja, genau. Schau, wie schön die Brust war. Und du ziehst die Oberarm zur Mitte. Komm. Sehr gut. Schaut gut aus. Aber das wäre zum Beispiel so, die Einstiegshilfen braucht man nicht immer. Aber das wäre schon ein Gerät, wo das ein Mehrwert wäre. Das kannst du bei dir machen. Wie meinst du? Nein, Einstiegshilfe hat man doch keine, oder? Nein. Ach so, naja, oh, das ist ja wieder. Das ist ja wieder. Zumindest ist es eine. Das ist ja Aufgabe vom Gerätehersteller. Man akzeptiert nur immer alles. Ja, man muss einen Mittelweg finden. Und das fällt dann wirklich runter? Normalerweise mache ich es mit so kleinen Kettlebells. Das wird sich jetzt dann alles verkeilen, ihr werdet sehen. Wahrscheinlich. Dann muss Ingenieur ich Kevin. Dann muss ich nicht so weit nach hinten gehen, wenigstens. Schaut gut aus, glaube ich. Nein. Nein, aber es steht nice. Hinten. Herr Kameramann, bewegen Sie sich. Sehr gut. Sauber. Ich finde die roten, eloxierten Teile von der Maschine so schön. Generell ein cooles Gerät. Wie das funkelt. Nächste Übung. Panatta Hero. Wieder mehr so ein bisschen Lower Lat-mäßig. Ich muss sagen, die ist eigentlich eine meiner Lieblingsmaschinen geworden. In Kombination jetzt da mit diesem Nautilus Explode Pulldown kommt man wirklich schön da in den unteren Bereich rein. Also solche Sachen würde ich immer gern beidarmig machen, weil es fühlt sich irgendwie sau unsicher an, vor allem bei der, jetzt bei der... Bei der Hammer Strength geht beidarmig besser. Nein, nicht bei der Hammer Strength geht, aber jetzt da was T-Bar geht, so Upper Back, ist irgendwie immer noch vom Bauch her so, wenn ich was da so drauf hänge. Dass das wehtut? Das ist unangenehm einfach, ja. Oder fühlt sich an, wie wenn so die Linie Alba ein bisschen auseinanderziehen würde. Ziemlich cool. Die Anna Sedlak, stimmt das? Ja. Gestern die Olympia-Qualifikation geholt. Und Stefana, Athletin, Bikini. Und ich glaube, die Frau oder? Die Frau vom verheiratet sind, ja. Wie heißt der Nachnamen? Lele Rico? Nein. Emanuele Ricotti. Ricotti, genau. Also beide Italiener. Und sind jetzt als Paar für die Olympia qualifiziert. Schon ziemlich cool. Gibt es auch nicht so oft? Ich habe zwei. Ich habe zwei Paare. Wer ist denn du schon? Martin, so, Fitzwan und die Alexis. Genau, der Martin und die Alexis, stimmt. Gibt es nicht so oft. Bei mir gibt es alles ein bisschen öfter. Stefan schon. Und da kann jetzt nichts rutschen. Ist ja genug Gewicht drauf. Ah.
Jo, Decline an der Multipresse habe ich eigentlich schon richtig lang drinnen. Hier auf YouTube, die mir verfolgen, wissen das. Habe ich eigentlich in der Prep auch schon drinnen gehabt. Finde ich einfach sehr gut, wenn man alleine trainiert. Weil wenn es einfach nicht mehr geht, hängt man das einfach ein. Und ist halt bei frei zum Beispiel sehr, sehr gefährlich, weil da braucht man halt immer einen Spotter. Schlecht. Gewichtstechnisch steige ich mir da ehrlich gesagt nicht mehr um allzu viel. Da schaue ich wirklich, dass die Ausführung immer perfekt passt, damit halt wirklich die Brust perfekt trifft. Ja, ist immer eigentlich nur das, so wie der Stefan vorher schon gesagt hat, das Hauptmanko Brust und Arme. Da muss auf jeden Fall noch was weitergehen. Wer leitet die Leute da, mal oder? Auf YouTube fragen, kommentiert, welche Hack. Welche Hexquad? Vielleicht kann irgendwer messen gehen, danke. Welche Hexquad steiler oder flacher ist? Entweder die Precore oder die Icarian, was im Dust Gym steht. Das ist gerade Diskussion. Wichtige Themen. Wo hast du denn da gern meinen Sitz? Naja, also ich finde halt grundsätzlich schon die Griffe da, aber ich habe auch nichts gegen den Griff, solange es die Richtung passt. Wo der Ölbaum hingeht, ich sehe nur den Mehrwert nicht hier zu greifen. Ja, weil ich mich da immer blockiere. Ich glaube, die Diskussion haben wir im letzten YouTube-Video schon mal gehabt, was wir im Top-Gym gedreht haben. Achso, du meinst, weil das so krüppelartig ist hier? Was heißt hier krüppelartig? Das ist mein Riesenarm. Ja, aber du musst den Winkel eigentlich eh nicht verändern. Fokussiere dich mal nur darauf, dass das so hinten zusammen. Also fokussiere dich generell nicht aufs Hinterziehen, rückwärts ziehen, sondern zieh dich vorne ins Bett rein. Das ist das, was du tun willst. Das heißt, du ziehst nicht das Gewicht nach hinten, ja. Sondern du ziehst dich vorne rein. Ja, aber da bin ich ja dann trotzdem da aus, obwohl es noch weiter zurückgehen würde. Wo geht es da noch weiter zurück hinten? Das kannst du noch weiter zusammen machen. Mal schauen. Wir werden es jetzt verifizieren. Wenn das der Fall ist, ist das vollkommen legitim. Ja, er kommt weiter zusammen, er kann so greifen. Aber auf das weist auf eine Mobilitätsproblematik hin. Was heißt Mobilität? Oder auf die unglaublich breiten Schlüsselbeine des Herrn Kevin Stütz. Nein, das sind meine riesen Arme, das habe ich schon gesagt. Sagst du immer, meine Arme sind so dünn. Aber zieh die trotzdem vorne rein, ja. Schön. Das ist ein guter Tipp, ja. Eine Diskussion gewonnen. Aufschreiben. Sind wir feig, oder was? Wieso feig? Du bist der erste Mensch, den ich kenne, der da die Sicherung reintut. Das ist gefährlich. Ja, aber Kurzhandelbankerl rücken. Aber in meinem Ohr muss man da schon aufpassen. Nein, er könnte laut werden. Ja gut, schieb zusammen hinten, komm. Schön die Brust vorn rein und raus die Dicken. Komm, 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 komm. Go. Oh, werden wir noch leichter machen. Oh. So. Macht gute Stimmung, finde ich. Sehr schön. Ich muss sagen, was mir in letzter Zeit auch ziemlich geholfen hat, so regenerationstechnisch ist, bei diesen Hauptübungen diese 50-50-Rap drinnen zu lassen. Mhm. Wenn du zum Beispiel jetzt in meinem Kreuzheben habe ich jetzt nicht mehr drinnen, aber wenn du da die Halbe nur nach oben ziehst und dann geht es nicht rauf,
das ZNS technisch wieder komplett zusammenkommt. Genau, ja. Spannend. Gut was. Ist das dein Fitgriff? Bitte? Ist das dein Fitgriff? Ja. Ich finde die eigentlich ziemlich, also generell die Übung jetzt hat mir extrem geholfen, was die Schulter angeht. Ja. Bei Kurzhantel, weißt du, haben wir immer schwer dann. Schönes Schlammgrün. Immer schwer dann. Ja gut, die Farbe ist mir ehrlich gesagt ziemlich wurscht. Passend zum heutigen Design? Naja, nicht ganz rosa wäre heute besser. Naja, aber das Schlammgrün passt gut dazu. Findest du? Und schon. Was ich bei der Übung übrigens auch immer ziemlich cool finde, ist, dass du zum Schluss immer noch so ein paar Half-Raps machen kannst und trotzdem eigentlich die komplette Spannung eigentlich drauf hast übers Kabel. Aber jetzt mal rein theoretisch, würde Sinn machen, Beine mal so alle nur 10 Tage zu machen für den Oberkörper? Nein, weil man grundsätzlich im Bodybuilding auch taktisch denken muss. Jetzt wird der Oberkörper nie der stärkste sein. Achso, du meinst, dass trotzdem die Stärke auch so ist es genau. Und gute Haxen überzeugen, das funktioniert einfach ganz gut. Ja. Also würde ich nicht machen. Man hat auch rein von der Frequenz her, weißt du, wenn ich mal eine Woche nur Oberkörper und dann die nächste Woche Oberkörper mit Beinen mache. Ich glaube nicht, dass es im Oberkörper was verbessern wird und die Haxen würden vielleicht dünner und nicht mehr so schön bleiben. Insofern würde ich das in deinem Fall wirklich so weiterziehen, weil es schon gut ist und man mit den Haxen jetzt in der individuellen Präsentation oder am Anfang schon einmal ganz gut pumpen kann. Einfach catchen kann. Gell? Ja, stimmt. Das sind diese, also man sieht immer wieder Leute, die eine sehr, sehr gute Muskelgruppe haben. Natürlich soll es nicht komplett aus der Symmetrie laufen, das ist ja immer ein Drama. Aber wenn du eine sehr, sehr gute Muskelgruppen wie Beine oder Rücken hast, dann beeindruckt das immer. Und das ist ja, Bodybuilding ist ja interessant oder nicht interessant. Das Problem am Bodybuilding ist ja, dass das subjektive tägliche Entscheidungen sind. Ich habe letztens jetzt in Oslo lang mit dem Piotr geredet. Und es geht im Endeffekt darum, dass du einen Eindruck hinterlassen musst. Klar, du musst, wenn du rauskommst, einen Eindruck hinterlassen. Und für mich ist es mittlerweile auch vollkommen legitim, dass dieser Eindruck an unterschiedlichen Tagen unterschiedlich ist, es andere Ergebnisse gibt, das zum Teil oft nicht nachvollziehbar ist, weil der Eindruck einfach Menschen beeinflusst. Und das ist vollkommen so, okay. Das heißt, ich muss neben dem, dass ich natürlich auf Symmetrie und Gesamtoptik achten muss, es ist nie ein Fehler, was zu haben, was die Judges beeindruckt. Das so. Genau. Deswegen würde ich die Beine ganz normal weiter drin. Okay. Haben wir jetzt noch was für den Trizeps, Überkopfstrecken, generell ein bisschen was für den langen Kopf, was natürlich in der Front Double Biceps immer sehr, sehr wichtig ist. Und da brauche ich auf jeden Fall noch um einiges mehr. Machst du aber schön, passt gut. Thank you.
Sehr schön. Also, das ist echt deckungsgleich mit dem, was die Bilder gesagt haben. Alles super im Lot. Voll wieder, ja, schön gefühlt, schaut nicht lätschert aus. Körperfett ist voll okay. Ja. Das ist total okay. Muss man sich keine Gedanken machen. Ja, ich finde, das tut sich jetzt eigentlich. Super. Was sagst du, Oberkörper, Unterkörper? Das passt. Ja? Nicht Beine zu dominant oder Oberkörper? Zu gleich bleiben? Wie gesagt, Arme und Brust ist halt immer das Thema. Ja. Aber grundsätzlich vom Gesamtvolumen passt das schon. Ich finde zumindest ein bisschen an die Arme und an der Brust hat sich schon ein bisschen was dran. Vor allem so in der Frontposition merkt man es eigentlich schon ganz gut. Aber auch das ist besser geworden. Nein, das schaut total gut aus. Ja, es ist jetzt. Also ist auch Druck drinnen, also das passt genauso bisher. Mhm. Ja, der Off-Season ist halt jetzt zur Zeit, kommt man vor vom, vom Wohlbefinden her am Abend, das ist halt immer schwierig, ist dann vom Essensvolumen her. Deswegen jetzt mein Bauch. Aber gut, das geht in der Diät ja im Endeffekt immer wieder zusammen, was wir zumindest jetzt in den letzten gesehen haben. Ja, also mache immer wenig Sorgen. Das Einzige, was ich halt immer noch aufpasse beim Training, mit dieser Transversospannung, weil ich kann halt, sobald ich im Bauch locker lasse, fühlt es sich halt auch einfach gar nicht gut an, so was die Linie Alba angeht. Aber sonst. Ich glaube, das ist auch komplett schön für heute. Wahnsinn. Ja, das ist das einzige Ding. Ja, da steht gar nichts. Norden ist komplett flach, steht nirgends draus. Ja. Für das zweimal genäht worden ist, ist echt schön. Was? Zweimal? Dreimal? Viermal was offen. Viermal? Naja, nee, okay. Ja, sicher was Knie, ja. Zurzeit bin ich eigentlich ziemlich happy auch von der Leistung, kann man so sagen. Jetzt eigentlich noch ganz gut. Jetzt werde ich mal Trainingspause wieder einlegen. Ich bin ziemlich durch. Aber man sagt, seit die Wettkämpfe ist eigentlich nur bergauf gekommen jetzt. Also auch von der Leistung her im Training richtig gut. Ja, du warst schon recht im Richtung. Meinen Sie, dass du in der letzten Breite waren, also die Phase, wo du zu leer und lätschert warst? Das ist jetzt überhaupt nicht der Fall. Ist schon Druck drin und genau so vollständig. So zwecks nächste Jahr Planung? Eher später des Jahres oder früher? Oder? So ist das schöne Wettkämpfe. Ja. Das ist eigentlich mein Gedanke, weil ich überlegt habe in der Detroit Pro. Ja, weil ich glaube, dass das ein geiler Wettkampf ist. Ja. Aber das ist relativ bald, ja. Kurz überhaupt, wie viele Wochen wird es dann kommen? Also 12. 12? Ja. 12 werden noch Weihnachten. Ja, das passt ja super dann. Ja, wirklich perfekt. Ja. Wann ist das? Ende März oder Anfang April? Ja. Ende März, 21. Ich denke, wir haben auch noch ein bisschen. So einen Monat ungefähr. Circa, ja. Aber die haben dieses Jahr das erste Mal Klassik drinnen, deswegen. Ich finde es eigentlich interessant und generell. Also, schon gesagt, Klassik und Open, oder? Klassik und Open. Und was wird die noch sagen? Sie haben ja diese Black Backdrops, die Gilco Productions, wo es halt dann von Ding her einfach, wie gesagt, deswegen glaube ich, ist sicher ein cooler Wettkampf. Ja, cool. Aber wenig rundherum ist, aber das ist ja dann wurscht, machst du halt im Endeffekt dann wieder ein bisschen viel ab und dann sommermäßig. Also, ist zumindest mein Plan. Ja, das klingt gut. Sicher schön schon. Weil viele Leute machen, ist sicher ein guter Start, weil das passt. Ja. Das war jetzt Formcheck mit Kevin. Sehr erfreulich. Fülle und Volumen taugt mir. Schaut nicht ausgelatschelt aus. Also sehr, sehr positiv. Und ein neumodisches Oberkörpertraining, wo wir ein paar Kleinigkeiten geändert haben, die er sicher wieder mitnehmen kann, um weiterhin zu wachsen. So ist es. Ich sage auf jeden Fall wieder danke fürs Zuschauen und ihr wisst, ihr könnt uns supporten bzw. mich supporten auf ersend.com mit Code LION.